Ich habe auch reingeschrieben, hier nach den verschiedenen Phasen der Covid-19-Pandemie hat sich die Nachfrage nach Thermografien noch nicht ganz erholt. Da bin ich aber enttäuscht. Kein Ja. Kleiner, alles klar? Ja. Wie war dein Meeting? Ja, ja, muss ja. Ich spann direkt mal einen der Tagesordnungsüberblick an. Als erstes fangen wir gleich nochmal eine freundliche Begrüßung. Dann erfolgt der Bericht des Vorstands. Wir heute vertreten den von Vivian und mir. Und am Ende folgen noch ein paar neue Ideen und Projekte. Ich freue mich, dass so viele da sind. So viele waren die letzten Jahre auf jeden Fall nicht da. Da sieht man, dass es ohne Pandemie einfach besser läuft. Da wir uns immer noch nicht richtig treffen konnten und teilweise die Abläufe gestört waren. Jedoch geht so langsam wieder die Lawine ins Laufen und wir nehmen wieder Fahrt auf. Der Betrieb kann auch wieder aufgenommen werden. Immer noch das Thema Neubau, dass da eine Photovoltaikanlage drauf soll. Jedoch haben wir auch viele junge Schüler, die kleine Ideen haben. Wir haben zusammen eine Aufsichtsrat geführt und haben im Endeffekt ja den Vorstand das ganze Jahr über beratend zur Seite gestanden. Dann kommen wir nun zu der Entlassung des Vorstandes. Also, wenn Sie damit einverstanden sind, dann würde ich sagen, ja. Nun zu Entlassung, ja. Ich will nur einen Satz dazu sagen, weil das vielleicht nicht alles so richtig bewusst ist. Diese pandemische Zeit war äußerst bescheiden. Das war nicht nur extrem schwierig, sich überhaupt zu treffen über lange Strecken hinweg, auch bis hin zu irgendwie Kontaktaufnahme zu Kunden und so weiter und so fort. Ja, somit ist es ebenfalls deutlich, dass wir für den Aufsichtsrat für nächstes Jahr bilden werden. Und nehmt ihr frei die Wahlen an? Ja. Ich auch. Wir haben uns überlegt, dass wir am Schloss, da wir viele E-Bike-Fahrer unter uns haben, eine Fahrradladestation einbauen möchten oder aufstellen möchten. Die DEG als Patengenossenschaft wird auf jeden Fall für diese Kleinstlösung 1000 Euro übernehmen. Schon mal in Summe, wie auch immer das dann entwickelt wird. Schönen Tag, dass ihr etwas los, speziell mit Fahrradfahrern und so. Das müssen wir unbedingt dann geklärt haben, ob der gemeine Fahrradfahrer von der Straße genauso da anzapfen kann als andere. Ne? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Gibt es nicht die Möglichkeit, wenn man das wirklich macht mit so einem Carport, dass man da ein oder zwei Solarzellen dann draufsetzt? Das wäre eine Möglichkeit, man muss dann nur halt gucken, wo wir das Carport bauen. Und ich freue mich, dass der neue Vorstand jetzt mal richtig anpacken kann und nach der Corona-Pandemie hier auch mal neue und vor allem hoffentlich größere Gewinne als jemals zuvor erwirtschaften kann. Vielen Dank für alle, die hier teilgenommen haben.